So, dann möchte ich jetzt als nächstes einmal das Mikrofon abgeben an Helge von Ausgestrahlt, denn der hat heute noch einen speziellen Auftrag und das ist nicht ausschließlich der, dass er hier heute mit seinem Hund spazieren geht, sondern er hat noch einen anderen Auftrag, das wird er euch jetzt gleich einfach mal eben selber sagen. Hört bitte gut zu, da könnt ihr ihn nämlich gleich auch noch unterstützen. Helge. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Genau, der Hund freut sich auf jeden Fall auf die Demo. Ich hoffe, ihr auch. Ich will jetzt gar nicht viel Zeit verlieren, aber trotzdem nochmal ein kurzer Hinweis. Am 20.11., das wird heute wahrscheinlich nochmal öfters genannt werden, dieses Datum, startet die Erörterung zur Brennelementefabrik Lingen zu dem Einstieg von Rossatom. Die Geheimdienste haben letzte Woche nochmal gewarnt vor Spionage aus Russland, vor den Aktivitäten, die jetzt dort schon stattfinden und zunehmen. Da zeigt sich auch nochmal klar, Rossatom ist halt keine normale Industrie, keine normale Fabrik, kein normaler Wirtschaftsunternehmen, sondern Rossatom ist Teil des Kremls und wird entsprechend auch instrumentalisiert von dort. Unsere Befürchtungen, glaube ich, die wir dort haben, in Richtung des Einstieges von Rossatom, dass dieses genutzt werden kann für Spionage und für auch Sabotageakte, sind nicht unberechtigt. Das zeigen auch zwei Gutachten. Eins hatten wir von Ausgestrahlt in Auftrag gegeben, eins hat das Bundesumweltministerium in Auftrag gegeben gehabt, die beide zu den gleichen Schlüssen kommen in dieser Hinsicht. Genau, dementsprechend sind wir heute alle hier, damit die Landesregierung bzw. die Bundesregierung, Christian Meyer entscheidet es ja nicht alleine, dieses Vorhaben stoppt. Über den Erörterungstermin werden sicherlich viele neue Informationen auch nochmal mit reinkommen. Es wird nicht nur darum gehen, was bisher schon auf dem Tisch ist, es werden auch dort neue Erkenntnisse auf den Tisch kommen. Ich hoffe, dass viele von denen, die Einwendungen gemacht haben, dort auch hinkommen. Und genau, so viel dazu. Und da kann ich gut dran anschließen an meinen heutigen Spezialauftrag, den ich von meinen Kolleginnen mitbekommen habe beim Ausgestrahlt-Büro. Ihr seht, ich habe eine Kamera umhängen und wir wollen im wahrsten Sinne des Wortes dem Protest und dem Widerstand Bilder zuordnen, ihn sichtbar machen über eure Porträts und eure Köpfe und eure Aussagen. Das heißt, wir haben unter anderem vor, während des Erörterungstermins Porträtfotos aufzuhängen von Menschen, die das wollen, mit Zitaten dabei, warum sie diesen Deal ablehnen, aus ganz individueller Sicht heraus. Und das Ganze dann vor der Halle, der Emslandhalle, wo die Erörterung stattfindet, auf großen Bauzäunen hinhängen. Diese Porträtfotos und die Aussagen werden wir auch für unsere Social-Media-Arbeit nutzen. Also auch das genau nochmal als Hinweis. Und ihr könnt mich heute den Tag über ansprechen, jederzeit. Und wir machen ein schnelles Foto und ich schreibe mir euer Zitat auf. Genau, damit wir möglichst viele Köpfe dort sichtbar machen können an diesem Ort der Erörterung über die 2 bis 3 Tage, die diese Erörterung stattfindet. Also sprecht mich jederzeit an und wir gucken, dass wir das gut hinkriegen heute zwischendurch. Neben Hund und Demo laufen, werden wir schon noch Zeit finden, da auch das zu machen. Dankeschön, das war es erstmal von mir.